Juhu, wir fahren mal wieder auf Big Blue. Danke für dieses wunderbare, nachträgliche Weihnachtsgeschenk, liebes Spiel. Mann, ich hasse es so viel. Also, wenn ich jetzt meine Chancen mal ausrechnen würde, dann, ja, gleich null. Dass ich überhaupt irgendwo unter den ersten drei landen könnte. Nun gut, willkommen zu einer weiteren Folge von Mario Kart. Ja, die Weihnachtszeit ist endlich vorbei. Ich sag endlich deshalb, weil ich die Weihnachtslieder nicht mehr hören kann. Ganz ehrlich, ich höre mir die einen Tag lang an und am nächsten Tag habe ich schon die Nase voll davon. Und ich frage mich immer wieder, wie können solche Lieder eigentlich immer in den Charts sein? Vor allem Last Christmas. Jedes Mal irgendwo auf Platz 2, 3 oder 4 in den Charts, wenn nicht sogar Platz 1. Und ja, da kriegst du einfach mal ganz schnell die Schnauze voll. Ich glaube, das letzte Weihnachtslied, was ich wirklich mal längere Zeit gesuchtet habe, war von Pentatonix. Das war Halleluja, das Cover. Und das war echt legendär noch dazu, weil es a cappella war. Ja, was habt ihr denn eigentlich so zu Weihnachten bekommen? Würde mich mal so interessieren. Wenn ihr mich das fragen würdet in den Kommentaren, ich sag's euch gleich direkt. Ich habe nur Geld und Übergewicht bekommen, sage ich jetzt mal so. Übergewicht deshalb wegen dem ganzen süßen Zeugs. Ich verstehe es nicht, warum immer nur Süßkram. Man ist 18 Jahre alt und sogar die Verwandten, also die, die schon 40 oder 50 sind, auch die kriegen nur Süßkram. Ich verstehe es nicht. Ich meine, soll jetzt keine Beschwerde sein irgendwie, dass ich unzufrieden bin mit dem, was ich bekommen habe, ganz ehrlich. Ich meine, mit 18 Jahren, wie es bei mir ist, oder generell einfach mit dem Alter, ist Weihnachten eigentlich nur mal eine Art Wertschätzung der Schenken, finde ich zumindest. Also, wenn ihr euch natürlich, ich meine, natürlich gibt es Leute, die fordern wirklich was zu Weihnachten, ne? Aber für mich ist es einfach nur eine Wertschätzung, mehr nicht. Heißt, wenn ich was bekomme, schön und gut, wenn nicht, dann stört es mich auch nicht. So, und jetzt nochmal kurz nach vor. Nein, der hat einen roten Ding, ich habe es gesehen, ja. Schnell, Pilz. Jawohl, 9. Ich sag's ja, auf der Strecke wird das nie was. Minus 18! Warum? Ach, Japaner-like, genau, Japaner-like. Ich hasse es. Okay, das wird heute wohl mein Untergang werden. Denn, naja, inzwischen nur noch Japanerinnen. Dann noch diese Strecke hier, die zwar sehr selten vorkommt, weil ich mich letztens immer beschwert habe, wir haben nur dieselben Strecken. Ja, ausgerechnet die Rotze, die ich fast am wenigsten leiden kann, muss ich inzwischen sagen, obwohl, das zählt bei mir auch nicht mehr, weil irgendwie kann ich jede Strecke fast gar nicht leiden. Zumindest irgendwie wiederholt sich der Satz immer wieder. Ich kann diese Strecke nicht leiden, ich kann die nicht leiden. Alter, und die meisten Zuseher denken sich dann auch noch, auch wenn es nur sehr wenige sind, Alter, halt doch deine Schnauze und konzentrier dich aufs Fahren, dass du wenigstens ein bisschen einen Erfolg hast. Gib dir das, jawohl, liegst du schon unten in der nächsten Kurve. Ganz ehrlich, da verstehe ich meine Zuseher, wenn die sagen, ach komm, halt doch deine Schnauze, bitte, fahr einfach gemütlich, obwohl gemütlich ist hier das falsche Wort, weil wenn du gemütlich fährst, bist du abgeschoben, obwohl derzeit passiert es nicht mir, sondern der rosa Gold-Peach da hinten, die was gerade ziemlich weit abgeschlagen ist. Kugelwilli, jawohl, als Sechster? Erzähl mir doch keinen. Ich nehm's dankend an. Jawohl, geh bitte jetzt nicht aus. Doch, ja, okay, hier kannst du ausgehen, kein Problem. Und ein paar rote auch noch. Ha! Der war schlecht. Dass du einmal einen roten Dreierpack, dann kommt der Blitz. Ich habe euch alle so lieb. Alter, geh mir ja nicht am Nerv. Doppel-Items for the win! Und da kommt der Buhu. Scheiße, das ist schlecht. Bei dem sieht man ja, dass ich den raushängen habe. Ich meine, ich bin doch immer unverwundbar, aber trotzdem, das brauche ich nicht. Ui, hoho. Und noch einmal. Komm, jetzt bitte nichts. Alter, leck mich doch. Das sieht man ja wieder. Ich meine, ja, okay, alles verschont mich glücklicherweise, aber sonst geht's noch. Hallo? So, Sterne auch noch jede Menge. Das ist nicht gut, weil das ist nur übelst krasser Speed, den ich nicht brauche. Ja, stoßt euch gegenseitig runter. Genau, das war gut. Da hast du gerade das einzig Richtige getan. Das sieht gut aus. Nein, irgendwie überholt mich. Schnell, 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 bevor der Kugelwilli kommt, bevor er... Nein! Und da bist du wieder, Siebter. Dankeschön. Wie viel Minus sind es denn dieses Mal? Minus 5. Wärst du am Dritten geblieben, hättest du wahrscheinlich jetzt das Minus von vorhin wieder gut gemacht. Nein. Minus 23 gesamt heute schon. Wow, in wie viel wird das heute noch ausarten? Och, dem Himmel sei Dank, endlich mal was halbwegs Vernünftiges. Da steigt meine Motivation gleich wieder mal ein bisschen in die Höhe. Obwohl, noch tiefer geht ja eigentlich eh fast gar nicht mehr, somit kann die ja nur in die Höhe gehen.
heißt, ich brauche mich auch nicht so viel konzentrieren, weil die ist eh sehr kurz. Dauert wahrscheinlich 1,5 Minuten bis 2 Minuten, vermute ich jetzt mal, wenn alles glatt läuft. Und dann darfst du dich freuen oder weinen. Ich meine, ich weiß eh, dass ich weinen werde, egal was passiert. Aber wie gesagt, jetzt das Minus nicht noch irgendwie weiter ausbauen und dann ist hier alles gut. Heißt, eine Runde mit einem halbwegs vernünftigen Plus wäre doch was. Bitte, da sind wir alle zufrieden. Meine Zuseher haben ihre Befriedigung. Sie haben heute genug gelacht, glaube ich, für das, was mir schon passiert ist. Also, ja, alles dann Friede, Freude, Eierkuchen. Ist auch immer der lustige Moment, wenn der, wenn die Zuseher mehr Spaß haben und der Einzige, der keine Freude dabei hat, ist der Aufnehmer selbst. Und wenn wir so weit sind, dann, ja, mache ich irgendwas falsch. Und ich weiß halt wirklich nicht was. Was mache ich eigentlich wirklich falsch in meinem Leben? Also jetzt vom Zocken hier. Oh nein, bitte jetzt nicht husten. Das wäre... Oh Mann! Jetzt habe ich einmal nicht hingeguckt, weil ich gerade husten musste. Nein! Oh, jetzt noch ein Stern! Und da kommt eine Pflanze von hinten, die jetzt aufräumt. Verpiss dich mit der Pflanze! Okay, gut, er ist weg. Bringt mir da nichts. Schnell wird wieder groß. Richtig, ja, jetzt... Jetzt sind hier alle nämlich klein. Jetzt kannst du nach vorstürmen. Wenn nicht die hinten schon wieder aufräumen würden. Komm, das ist jetzt das entscheidende Item. Das muss jetzt gut sein. Super. Ja, geil. Das ist nicht gut. Das ist nutzlos. Schnell da durch. Das Problem ist, das macht eh jeder. Oh, ja, Pilz. Nein, ich war vorbei. Sechster. Ich glaube, wir sind 12 Leute. Das ist ein minimales Plus. Ja, plus 7. Ach, ein kleiner Erfolg auf meinem bunten Nintendo-Himmel. Alter, wenn ihr wüsstet, wie ich gerade schwitze. Und vor allem, wann hatte ich das letzte Mal in der Mario Kart-Folge Gänsehaut? So richtig von Nervosität. Einfach weil du weißt, komm, du hast jetzt zweimal verkackt. Ich weiß nicht, ob man das dritte jetzt auch als verkackt werden kann, weil sechster ist ja eigentlich nicht gerade wirklich das Beste. Aber ein Plus war es ja immerhin. Aber irgendwie der große Erfolg, der bleibt noch aus. Hast du den in der ersten Strecke, dann ist alles okay, weil dann weißt du, dann kann es ja nicht mehr viel besser werden. Dann kannst du ja nur noch verlieren. Jetzt sind die Erwartungen wieder groß von mir. Aber ich gebe jetzt einfach mal mein Bestes. Ich sehe, ein paar sind schon wieder hinten abgeschoben, also mal wieder das ganz große Eisen hier. Ja, und ich ordne mich mit dich hier ein. Obwohl, ich sehe schon, ich bin nur ein kleiner Verfolger, mehr nicht. Ich brauche meinen glücklichen Moment, ansonsten bin ich hier abgeschoben. Alter, was war denn das jetzt schon wieder? Danke, liebe Animation. Dieses Desync, ich hasse es. Wenn mir die Banane 3,5 Stunden zu spät angezeigt wird, da wo ich eigentlich nur mal reinfahren kann. Jetzt ballert hier noch irgendwer mit Bumerang herum. Warum bleibst du stehen? Hä? Was hat's dir jetzt gebracht? Da bleibt er einfach stehen. Ach, er wollte mich rammen. Oh, hat aber nicht ganz funktioniert, weil der Stern ist ausgegangen. Schade, dass ich jetzt keinen gehabt hätte. Das wär schon geil gewesen. Hätte ich jetzt auf einmal einen Stern... Hui! Genau. Knall den ab. Ich bin sogar jetzt gerade Fünfter. So schnell nach vorne. In Items necken. Genau. Uiuiui. Uiuiui. Aha, nein! So, jetzt aber. Ja. Woher kommen diese Feuerkugeln eigentlich? Da stand weit und breit keine Sau. Aber sowas trifft dich dann im Endeffekt. Du denkst dir so, hä? Ist da ein Hacker herin oder was ist denn da los? Aber wenn ein Hacker hätte ich safe getroffen. So, jetzt werfen wir mal das hier ab. Eine Freude für euch. Richtig, getroffen. Oh ja, das tut mir natürlich jetzt leid für dich. Und da kommt noch ein blauer. Das könnte ein zweiter Platz werden, wenn alles funktioniert jetzt. Obwohl, was laber ich hier? Wenn alles funktioniert. Die Betonung liegt ja schon auf... Oh! Nein, er hat einen Stern, er hat einen Stern, er hat einen Stern, er hat einen Stern, er hat einen Stern. Nein, du Lappen! Es passiert mir wieder am Schluss. Es passiert mir wieder am Schluss. Du hättest auch ein Treppchen sein können. Plus eins. Immerhin halten wir die 10.800. Ich muss wieder offline ein bisschen zocken, weil sonst geht das hier nicht so weiter. Trotzdem. Boah, ich hatte gerade den Erfolg in den Augen. Die glänzten schon so richtig. Ich meine, okay, ob das Gelbe in meinen Augen jetzt ist, weil ich pissen muss oder ob ich... Oder weil ich mich gerade wirklich fast gefreut hätte, weil ich das geschafft hätte. Keine Ahnung. Das kann ich nicht sagen. Was sind das schon wieder für Sätze, die ich hier raushaue? Das ist kein grammatikalisch gutes Deutsch. Aber gut. Danke fürs Zusehen, Leute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.